Es ist soweit. Die Fahrradcops sind endlich wieder zurück. Sie fahren durch Köln, haben Schusswaffen und sind tatsächlich bereit, ja, zu schießen und Dinge zu tun, die extrem schädigend für die Allgemeinheit sind. Ich begrüße herzlich die Fahrradcops Nummer 3. Marcel Davis. Angriff der Kölner Fahrradpolizei. Achtung, das sind die ganzen Kampfradler. Jetzt geht's ab hier. Absteigen, danke schön. Absteigen. Schönen guten Tag, Sie müssen absteigen. Sonst nimmt. Zu einem Autofahrer. Kein Ende. So, stopp, Polizei! Runter vom Rad! Wo hört man an, wo fängt man auf? Ne? Hallo, stehen bleiben mal! Absteigen. Was Sie gerade machen, geht überhaupt nicht. Ich halte Sie an, weil Sie ein Fehlverhalten an den Tag legen. Fahrradfahren ist verboten. Ja, ist das wirklich in Köln so? Seitdem die an der Macht sind, darf man nicht mehr Fahrrad fahren. Ich wohne hier. Sie wissen, dass es verboten ist, ne? Oder? Hat es schon rumgesprochen. Halt stehen bei der Polizei! Letzte Aufforderung! Jetzt bei Eagle TV. Die Fahrradcops sind zurück. Von hier wird er gesteuert. Der Gegenangriff auf Kölns Fahrradfahrer. Der Gegenangriff. Das Polizeipräsidium. Ich hab die einfach schon so auf den. Also Mertens. Umsetzt auf Beamte, die dafür bekannt sind, dass sie völlig. Den hier nicht. Ohne Grund, Hassan. Den anderen sieht man manchmal in Köln. Beleidigen. Die beiden Oberspakus Ralf Kackheim und Markus Spastens sind zwei von ihnen. Der Dienst im Sattel, ein Job für arme Beamte. Markus Spastens ist obdachlos und hat sein ganzes Geld bei Candy Crush ausgegeben. Ja, gut, ist auch ein geiles Game, ne? In seinem alten Leben fuhr er mit dem Panzer durch die Kölner Innenstadt und bedrohte Kinder auf Spielplätzen. Sein Kollege Ralf Kackheim war früher deutscher Bundeskanzler und bis vor kurzem gehörte er zu einer Sondereinheit, die Radfahrer auf der Autobahn kontrollierte. Okay. Autobahnradfahrer, ja. Für die Fahrradcops beginnt die Schicht. Die Beamten sind kaum losgefahren, da machen die beiden Polizisten erstmal Pause. Kein Bock mehr. Das ist doch nicht jedermanns Sache, das muss man ganz klar sagen. Die haben ihr Fahrrad da abgestellt, wo Fahrer der Abstellen verboten steht. Das ist schon stressig hier und da kann nicht jeder mit umgehen. Oh ja. Da muss man schon ein bisschen hart besoffen sein. Jeden Tag aufs Neue. Ja. Jeden Tag aufs Neue besoffen. Jeden Tag saufen. Mhm. Gegen die Irrfahrten der Fahrradcops scheint kein Kraut gewachsen. Ach, guck mal hier. So, hallo. Ich grüße Sie. Ich spreche Sie an, weil Sie auf dem Parkplatz stehen. Die Parkplätze müssen in Köln nicht frei bleiben. Beim nächsten Mal müssen wir Sie ihn töten. Ja? Dann verspreche ich Ihnen. Stopp mal. Was ist los? Schönen guten Tag, ne? Mein Name ist Kackheim. Da hinten gibt es ein Kind da hinten drin, ne? Ja. Wir werden ihn gleich mitnehmen. Okay, warum? Das Kind muss überprüft werden beim TÜV. Und wenn Sie nicht mitspielen dabei, dann bleibt das Kind so lange beim TÜV, bis wir ein Ergebnis kriegen. Ja, und das muss man einfach mal prüfen. Da habe ich genug gehabt, wo der TÜV-Prüfer einen Stempel drauf macht. Und das Kind ist gar nicht zulässig. Das arme Kind, Junge. Erleben wir jeden Tag. Also die Weiterfahrt kann ich so nicht gestatten jetzt hier, ne? Digga, der will einfach das Kind abziehen. Hier drüben ist auch noch Einkaufsstraße hier drüben nochmal, ne? Vielleicht können wir ein anderes Kind kaufen jetzt hier, ne? Ja. Der dumme Kind kostet nicht viel Geld, ne? Ja, super, einfach. Ich meine, ist ja Junge. Dann investieren Sie gutes Geld. Ja? Sein Kollege ist währenddessen völlig außer Kontrolle. Achtung! Die Radpolizisten setzen immer wieder auf gefährliche Körperverletzungen. Stopp! Polizei! Stehen bleiben! Ein Mann fährt in die falsche Richtung. Die setzen immer wieder auf gefährliche Körperverletzungen. Runter vom Rad! Deshalb wurde er von Markus Spastens abgeknallt. Oh. Ziel erreicht, er hat's begriffen, getötet, ne? Ich glaube, er wird sich ja nochmal überlegen, ob er das nächste Mal so lautstark um die Ecke fährt. Ich glaube nicht, weil der ist ja tot. Vorbildfunktion, ne? So, fahren wir mal weiter. Ja. Alter, ja. Anwohner hatten sich massiv über aggressive Fahrradcops beschwert. Doch auch der Ortswechsel wird den Beamten nur Ärger einbringen. Halt ihn mal an, Markus! Halt immer an! Polizei anhalten! So, hallo. Ich grüße Sie. Polizei Köln. Ich hätte gern 300 Euro von Ihnen. Wegen was? Wir sind nur hier, um Geld zu kassieren. Ne? Ich möchte, dass Sie mir jetzt 300 Euro geben. Nee. Sie sind einfach nur frech. Sind Sie einfach nur. Das ist mein Geld. Die Fahrradcops lassen die Personalien des Mannes bei der Zentrale überprüfen. Ralf, kommst du mal eben?
Ja, so. Also, kleinen Moment. Also Schutzgelderpressung von den Kölner Fahrradkorps ist in Köln wirklich ein Problem. So, ist mehrfach bekannt. Volles Programm Sachbeschädigung von den Schubkarren. Geht überhaupt gar nicht, ne? Deswegen belehre ich Sie jetzt noch mal. Straftat sind Sie jetzt. Das Fahrrad stellen wir jetzt sicher. Dazu können, das ist mein Fahrrad. Hören Sie zu. Dazu können, das ist mein Fahrrad. Können Sie auch was sagen? Sagen wir mal so. Oder auch nichts. Trifft sagen. Jetzt auch den richtigen. Ne? Sie können mir nicht einfach mein Fahrrad wegnehmen. Ich muss damit zur Arbeit jeden Tag hin und. Ist uns doch scheißegal. Okay, schönen Tag noch. Tschö. Währenddessen. Das Selbstgefällige ist uns doch scheißegal. Macht der Oberkommissar, was er will. So, dann machen wir jetzt einen Zahlschein. Der macht dran, ne? Einfach, wieso? Was er will. Alles egal, ne? 400 Euro kostet das. So wenig? Kostet mehr? Ja. Ach, du bist wieder ein guter Mensch heute. Auf dem Neumarkt versucht es ein Rentner mit einer Abkürzung. Sie dürfen da nicht gehen mit dem Rollator. Die Polizei ist hier. Nicht auf dem Gehweg. Das ist zu gefährlich. Ich helfe Ihnen gerne, aber die Straße ist für Sie da. Ja, dann schönen Tag. Ja. Tschüss. Die haben den einfach auf den Fahrradweg geschoben, den Rentner. Das ist es. So, und jetzt fahren wir weiter. Dann auf geht's. Komm, Markus. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Hallo. Moin. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Als nächstes im Visier. Komm her, Markus, hier. Ja, ich komme. Das ist doch saugefährlich hier vorne. Mensch, passt da darüber auf. Ja? Diese dummen Enten am Mediapark, einer davon hat mich mal gebissen. Okay. Sie Geburten. Gucken Sie mal hier, hier fahren die Autos, hier kommen die Autos rum. Da müssen Sie runtergehen. Na, gucken Sie mal hier, viel zu gefährlich hier. Der redet mit den Enten. Stopp, stopp, stopp. Scheiße, Polizei. Polizei, Mann. Der ist doch dumm, ist der doch, Junge. Halt stehen bleiben, Polizei. Letzte Aufforderung. So, dreht mal voll durch, einmal voll durch. Halt sich stehen. Können Sie Platz machen, ich komme jetzt mit grünem Lamborghini. Letzte Aufforderung. Hallo. Ja, und ab. Ich komme hinterher. Halt stehen bleiben, Polizei. Scheiße. So, dreht nochmal voll durch. Einmal voll durch. Bleiben Sie stehen. Letzte Aufforderung. Der ist doch dumm, ist der doch, Junge. Das ist so idiotisch. Da fährt die ganze Zeit links, rechts. Muss da hin. Fahr jetzt hier runter, Digga. Ah, der biegt ab. Scheiße. Losigkeit bei den Fahrradcops. Mhm. Die beiden Beamten wurden richtig Cops genommen. Schade, Mann. Schade. Verkehrspolizist Spastens macht seinem Ärger Luft. Kommen Sie mal rüber. Ja, komm mal rüber. Hier, komm. Gibt's das? Kommen Sie mal rüber. So, kommen Sie mal hier auf die Seite. Guten Tag. Ich grüße Sie. Ja. So, und jetzt kannst du dich wieder verpissen, ne? Tschüss. Das ist so unnötig, was die alles machen. Das ist so dumm. Komm mal rüber hier. Ja, komm rüber. Ja, tschüss. Man muss sich jeden Tag neu motivieren. Ja. Man darf es persönlich nehmen. Ich habe was gegen den Herrn persönlich. Mhm, klar. Dann geht es für die beiden Fahrradcops zum nächsten Einsatzort. Falle, da ist einer gestürzt. Da ist irgendwas passiert da vorne. Ist irgendetwas passiert da vorne? Digga, der liegt tot am Boden, Alter. Oh mein Gott. Ein Mann liegt reglos auf dem Pflaster. Und der andere sitzt daneben und sagt... Hallo? Hallo, der Herr, bitte. Geht's Ihnen gut? Hat er Puls? Nein. Der andere, der steht, muss schlafen, schlafen. Ich bin kein Arzt hier, aber ist normal. Geht's Ihnen gut? Der andere sagt die ganze Zeit, der ist schlafen. Hört mal genau im Hintergrund, hört mal. Der Herr, bitte. Geht's Ihnen gut? Hat er Puls? Nein. Ich bin kein Arzt. Hier, aber ist normal. Geht's Ihnen gut? Möchten Sie da liegen bleiben, ja? Ja, super. Da haben Sie alles im Griff hier, ne? Ja. Ja, super. Er liegt hier vor sich hin und genießt die Sonne. Ihm geht's gut, uns auch. Ja, okay? Schönen Tag noch. Tschö, machen Sie gut. Ja, weiß ich jetzt nicht, also... Aber heute wieder viel erlebt, ey. Viele kaputte Leute. Ja. Heute, ne? In der kürzesten Zeit, ey. Ja. Es gibt gute Gründe, weiterzumachen. Mhm. Allein im vergangenen Jahr verunglückten in Köln wegen der Fahrradcops über 2000 Radfahrer. Es stimmt. Ralle, hier riecht's nach Gras irgendwo. Hier unten, hier riecht's nach Gras, hier. Kommen Sie mal rüber. Komm mal rüber, hier, komm. Ins. Ja. Schönen guten Tag. Wir gehen hier so lange auf den Sack, bis Sie Ruhe geben. Ja? Dann verspreche ich Ihnen.
Ja, ich will eigentlich noch eins gucken. Hat Sustrato noch irgendwas Neues hochgeladen? Ah, leider nicht. Leider nicht. Ja, gut. Okay. Starkes Video mal wieder. Starkes Video, meine Freunde. Wirklich. Schmeckt auf jeden Fall.